Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest in Windeseile anzunehmen bei Camsius in der Bastion Elysische Feste auf der Ebene Archonhöhe an dieser Stelle. Vorquest war Vertrauensschritt, also man muss das Reisenetzwerk erforschen, um die Quest zu bekommen. Bei Herfus nehme diese Quest hier an. Nun heißt es, reist über das ewige Tor. Okay, benutze es hier. Das ist gleich daneben. Und ich will mal hier hin. Ganz schnell. Oder nein, das ist weiter. Ich will ganz weit weg. Ja, ich klicke es an, aber es dauert. Okay, anscheinend hatte ich Lag. Normalerweise sollte es schnell zustande kommen. Und hier seht ihr auch, es gibt einen Effekt kurzzeitig nachdem man ankommt. Hier oben sieht man auch, wie lange der Effekt hält. Bewegungsgeschwindigkeit um 300% erhöht. Nun heißt das, nehmt ein ewiges Tor zur Elysischen Feste. Also nochmal benutzen und hier klicken. Und jetzt sieht man, wie es eigentlich aussehen sollte. Auf dem Weg zurück funktioniert das perfekt. Jetzt habe ich diesen Buff nicht. Doch, habe ich. Ah. Ist schon cool. So, und die Quest ist jetzt bereit zur Abgabe. Also man muss bei der Quest einmal von der Elysischen Feste wegporten und einmal wieder zurück. Quest ist abzugeben bei Camsius. In der Bastion Elysische Feste auf der Ebene Archonhöhe an dieser Stelle. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. Eizocke, Ende.